erfahren wieder ein bisschen was von der Story. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit den Unbroten. So, gehen wir da mal ein Stückchen näher. Hallo? Meine tapferen Köche, ihr seid wohl auf. Kevin hatte nicht gedacht, dass ihr es schaffen würdet. Wuff. Was? Aber wieso? Ich habe immer an euch geglaubt. Und seht nur, wie viel ihr gelernt habt. Nicht nur euer Ballon steigt höher und höher, aber es gibt noch so viel zu tun. Die Unbroten werden von Minute zu Minute, was auch immer. Vielleicht lässt sich in den seltsamen Landen im Osten etwas finden, das ihren Appetit weckt. Allerdings gibt es über dieses Land ein paar Gerüchte, viele Mythen und Legenden. Traut ihr euch das zu? Ja, wirklich? Oh, ihr tapferen Topfschwenker. Aber bleibt auf jeden Fall zusammen und denkt daran, dass im Zwiebelreich nicht alles so ist, wie es scheint. Dann, dann, dann. Das ist großartige Zwiebelreich. Mystisch und verborgen. So, dann schauen wir mal, wo sich das Zwiebelreich hier auftut. Gleich nebenan. Sehr cool. Oh, die Unbroten. Miu, einfach umgefahren. Oh nein, wir haben das Unbrot umgefahren. Boin. Hey, lol. Man kann die Unbroten umfahren. Hui. So, dann gehen wir mal hier auf 3-1 rauf. Hui, nicht. Die Grusel-Map. Die Grusel-Map. Grusel-Grusel-Map. Oh nein, Pizzen. Oh nein. Jetzt müssen wir die fetten Pizzas machen. Ich bin gespannt, wer sich davon triggern lässt. So. Kise. Blubbi. Ich wollte zu früh los. So. Tomate. Oh nein, die Tische schweben. Mach doch sowas nicht. Nee. Hinterher. War doch nur die Ausweichstation hier. So. Weiter schnippeln. Rauf da, schnippeln. So, hier ist die Tomate wieder ready. Da oben haben wir halt einfach nichts. So, hier, komm, bring mal einen Käse her. Teller. Du. Schneiden. So. Na, jetzt fängt das wieder an. Okay, wir machen uns hier mal mit der Tomate ready. Und holen uns mal hier nochmal ein Teigstück. So. Ja gut, jetzt ist die Tomate eher ungünstig. Aber hier können wir das lassen. Geh mal da rauf. Nee, ohne Teller. Oh man, jetzt werde ich den Teller wieder nicht los. Käse. Gott. So, schnibbeln. Hui. Da, rein in den Ofen. Zack. Käse. Oh nein, jetzt fängt das schon wieder an. Ha. Du. So. Hui. Auf den Teller und los. Du. Huh, immer diese Schnippelei und dann komme ich irgendwie nicht hinterher. Das war schon mal ein bisschen ungünstig. So, die Pizzen stapeln sich jetzt hier schon. Ach, so ein Ärger. Käse. Hier, zack. Teig. Und schnippeln. So, das Schlimme ist, wir haben gerade keinen Teller frei für die Pizza. Ah. Wir müssen waschen. Ich weiß gerade gar nicht wo. Blöd. Wir müssen mal hier den Käse wegstapeln. So. Zack. Waschen. Schneiden. So, hier. Zack. Jetzt haben wir da keinen Käse, aber auch egal. So, da ist fertig. Sehr schön. Tomate. Wir brauchen Tomate. Schneiden. So, wir brauchen Pizza. Los geht's. Zack. Oh nein, ich hasse das, wenn das Ding wechselt. Ist doch furchtbar. So, nehmen wir hier gleich nochmal mit. So, jetzt ist hier ready. Und hier können wir gleich weiterschneiden. So, und jetzt brauchen wir dringend mal ein Stück Käse. So, hier haben wir jetzt wieder ein Stück Tomate. Oh Gott, doch nicht darauf, darauf. So, jetzt haben wir wieder keinen Teller frei. Ich hasse alles. So, nein, darauf. Gott, bitte, bevor der Ofen brennt. Puh.
Und wir haben wieder keinen Teller. Huhuhu. So, hier, achso, der ist noch nicht gemacht, alles klar. Hier steht noch der Käse rum. So, geht's schneller. Die Doppelhack-Taktik. So, Teller. Wegbringen. Wichtig. Käse. Wir brauchen dringend nochmal Käse. Nein, oh mein Gott. Mach doch sowas nicht. Ablegen. Hacken. Nehmen. Teller. Oh Gott. Wir kriegen es, glaube ich, aber nicht mehr gebacken. Oh nein. Welch Katastrophe. Ah, es sind noch 5 Sekunden, aber wir kriegen die Pizza nicht fertig. Oh mein Gott. Wie doof. Der Ofen hat es kaputt gemacht. Aber gut, wir hatten einen super Trinkgeldbonus. Von daher hat uns das gut gerettet. Sehr schön. Haben wir alle 3 Sterne voll bekommen. Das freut mich sehr. So, nächste Karte. Oh, es gibt wieder ein Kevin-Level. Kevin-Level! So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Kevin 4. Die Küche scheint da zu burnen. Ja, und es gibt hier wieder gedünstetes Zeug. Ich hasse die gedünsteten Sachen. Die machen mich so fertig. Und die Küche brennt. Ich krieg die Krise. So, aber da kommen wir vorbei. Sehr schön. So. Ich hoffe, wir kriegen das rechtzeitig hin. So, Teig, 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 Teig. Schnell zum Teig. So. Hier. Fisch, Fisch. Nee, Fisch muss ja einzeln. Haha, sehr gut. Karotte können wir auch mal zwischendurch schneiden hier. So, das ist ready. Oh nein, wir sind eingesperrt. Oh nein. Katastrophe. So. Nein, Alter, willst du mich verarschen? Was ist das denn? So ein Ärger. Oh, wie ärgerlich. Genau da kommt dieses Ding da rein. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Sowas ist ja echt ätzend. So, jetzt müssen wir das ja auch noch wegschmeißen gehen. Oh. Sowas Doofes. So, hier haben wir jetzt die Karotte. Da ist jetzt die Schüssel. Wir kriegen hier doch nie wieder was gewuppt. So, komme ich jetzt da überhaupt vorbei? Oh, jetzt komme ich da nicht ran. Ich kriege einen Herzinfarkt. Oh, jetzt wirklich. Oh Gott, es war fast fertig. Katastrophe. So, geh da jetzt mal rein, bitte. So. Das muss ja auch nochmal mit durchgewuppt werden. Müssen gleich auch nochmal hier aufs Fleisch achten. Oh, jetzt steht das da wieder, Alter. Ich krieg einen Anfall. Alter, leg doch mal jetzt da durch. Oh Gott, der Fisch. Das war ja knapp. So, Fisch, schnell hier hin. So, jetzt brauchen wir schnell die Mehlmischung. Nein, da rein. Huh, Gott. So, das hatten wir jetzt fertig, ne? Das braucht jetzt auch nur noch einen Teller. So. Und dann brauchen wir jetzt zwischendurch vielleicht auch mal Fleisch. Hui, so, das ist auch schon wieder fertig. So, an sich gut. Das müssen wir nur hier irgendwie an den Teller kommen. So, sind wir irgendwie... Ach nee, das muss ja nochmal ins Bummel. Oh nein. Hui. So, mach das mal fertig. So, das Fleisch, das muss einfach auch nur mit ins Teigding, oder? Da brauchen wir jetzt nichts super Specialiges an der Stelle. Oh nein, das sind wir da wieder eingeschlossen. Aber ohne Witz, immerhin sind wir da schon drin. Oh Gott. So. Das kann hier gleich mal rein. wir haben wieder keinen Teller. Schlechte Sache. So. Ich überlege gerade, ob ich einfach hier stehen bleibe. Ich habe Angst, wir kommen hier sonst wieder nicht raus und das Ding explodiert in 1000 Formen. Oh nein, jetzt haben wir das eine verpasst. Ah, wie ärgerlich. So, wir brauchen auf jeden Fall mal eine Runde Fisch. Ach, ich komme da gerade nicht durch. Ah. So, Fisch, Teller. Oh Gott, dieses Feuer. Das macht mich fertig. So, da haben wir wieder was. Das war knapp.
Aber nehmen wir uns da gleich mal das nächste. So, hier wieder Fisch. Das kann hier gleich... Ich bleib da stehen, ohne Witz. Das macht mich sonst fertig. So, hier. Schüssel. Oh nein, jetzt ist der Teig hier blockiert. Ich krieg die Krise. Oh, mach das Feuer weg. Ah. Das kriegen wir doch niemals fertig. Oh Gott, 8 Sekunden, um an diesen Teller zu kommen. Wow. Nein, falsche Taste. Oh Gott. Huh. Das war ja knapp. Oh Gott, und wir haben die Punkte nicht zusammengekriegt. Nein, weil wir ein fehlgeschlagenes Rezept hatten. Wir müssen es nochmal probieren. Ich will das schaffen.